Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück an der Ostseeküste. Ne? Ja, erste Wagen ist voll, da sind 18.696 Krümel drin. So, den bringen wir eben zum Hof. Der Dreschkasten ist nämlich auch schon wieder voll. Ja. Es läuft. Langsam, aber stetig läuft. Wir haben noch 56.302 Euro. So. Da könnt ihr, glaube ich, gar nicht lesen, ne? Zeig ich euch das. Dünger kostet richtig Kohle, ne? Ich fordere zwar nicht jedes Mal mit zum Hof, aber so ein Big Pack kostet 1.820. Ich ziehe dann für meinen Düngerstreuer laut Adam Riese 5.600 Euro ab. Alter, na, ihr seht ja, hat schon richtig Kohle gekostet, ne? Also das ist noch nicht von der Hand zu weisen. So lukrativ sind die Düngermissionen nicht. Also, puh. Aber das behalte ich mir vor. Ich ziehe mir das Geld dann ab. Ich habe das grob über den Daumen ausgerechnet. Ein Big Pack sind 1820, 5460. Den Rest für den letzten Rest vom Schützenfest, ne? Dann passt das in meinen Augen. Und ich brauche nicht jedes Mal hin und her fahren. Vor allem, wenn du dann mitten auf der Fläche stehst und so und dann hier und dann da und dann geht das so manchmal einfacher. Aber ich ziehe die Kohle ab. Eine Mission ist, glaube ich, fertig. Ja, eine Düngermission ist schon fertig. Das waren 15.000. Ne, sind es nicht mehr, ne? Ne, 19. Feld 28, also Feld 27 ist abgeschlossen. Feld 28 fährt er jetzt. Boah, stell dich dann noch besoffen hin. Dann kommen wir noch besser in der Kurve. Da ist er am Dünn. Der Jombai. Damit wir hier an den Stiegel kommen, ne? Boah. Hier habe ich auch aktiviert, aber da sind noch nicht so viele Steine drin, ne? Aber der Steinesammler ist, glaube ich, auch noch voll. Kannst du nicht abkippen? Ah, jetzt. Okay. Machen wir ihn. So, wir können die erste Mission hier abschließen, ne? Ja, da ist er aktiv, der. Ne, hier ist er aktiv. 87%, okay. 14.405. Abschließen. Das heißt, wir können 15.000 Euro Kredit zurückzahlen. 15.000. Gut. Zum Bischen müssen wir ja noch überbehalten, ne? Für schlechte Zeiten. Aber so mit den Missionen zahlen wir jetzt erstmal ein bisschen unseren Kredit zurück. Klar, ich bräuchte eigentlich noch einen leistungsstarken Schlepper, noch einen zusätzlich am Hof, aber da haben wir im Moment keine Kugelführung. Auch, ja, will ich jetzt nicht. Dann müssen halt andere Sachen warten. Weil hiernach werden wir ernten fahren mit unserem Dreschkasten. Ich denke, das hat sich letztes Mal bewährt, auch mit Weizen und so. Wenn der Dreschkasten da nur rumsteht, kann er auch eine Mission machen, ne? Sonst ist das für mich in meinen Augen totes Kapital. Dauert zwar lange, ist viel Gebrackel, ist mir klar. Aber das Geld nehmen wir dann mit, ne? Man muss sehen, wo man bleibt, ne? Deswegen nehmen wir die auch gleich an, die Erntemission. Helga, ne? Und wieder nichts zu dauern. Nur mehr so. Macht sich auch manchmal nur schöne Tage hier auf dem Hof. Irgendwie sitze ich heute nicht recht und mein Kissen hat sich verschiebt. Ich weiß auch nicht. Ja, genau, so wird das gemerkt. Nächste Mission ziehen wir auch nochmal 15.000 Euro ab. Die andere Mission behalten wir wegen Dünger. Aber dann haben wir 30.000 durch Mission, Düngermission weg. Dann bin ich erstmal wieder zufrieden, ne? Da ist der Einfall. Ja, dann, du bist aber richtig jetzt gerutscht, oder? Da ist so keiner hingefallen. Alter, na, die schneit wie zwei, ne? Wir geben ja auch ein bisschen auf den Kranz. Oh, ich hab den gar nicht ausgemacht, ne?
viel ist hier nicht mehr zu ernten, ne? Das ist auch so. Wie viel hast du noch drin? 728, das braucht zu reichen, ne? Ja, müsste vielleicht noch reichen. Oder geht auch ganz schön was drupp, ne? Wir machen uns auch nichts vor. Ich hoffe, es reicht für die Mission. Also, wir wollten ihm hier annehmen, ne? Denn wir werden. Ist die lukrative Erntemission schon wieder weg, oder was? Ja, dann nehmen wir nämlich beide an. Hier 35 und 52 ist das, ne? Komm, wir machen beide. Wenn wir da eh schon hinfahren. Vertrag. Warte mal. Düngenfeld 59. Wo kommt die denn auf einmal her? Chikram, halt mal an hier. Nicht den ganzen Dünger rausballern. Chikram. So. Oh, ich hab doch den Gang rausgenommen, Kollege. Ey, das kann's nicht sein. So, wir müssen jetzt hier mal planen. Das ist fertig. Abschließen. Also können wir hier 15.000 zurückzahlen. Okay, dann war doch hier gerade echt voll lukrativ, ne? So, wir machen den Vertrag akzeptieren. Ich habe gesagt, wir machen beide Flächen, ne? Vertrag akzeptieren. Vertrag akzeptieren. So, dann haben wir auf jeden Fall. Oh, was ist das denn? Nee, das lassen wir nicht neben hier laufen. Nee, lass mal jetzt. Wir haben jetzt genug zu tun. Düngen, ernten. Dann haben wir unseren Kredit weg. So, wir machen Ü. Auffüllen. Wir gehen hier hin. 5.600. Sind es nicht ganz. War ein bisschen weniger, aber ist jetzt egal. So, du musst jetzt dann zur Fläche 54 und 59. Die sind, glaube ich, ganz am anderen Ende der Korte, ne? Ja, dann können wir erst zu 59 fahren. Wo ist denn 54? 6, 8. 54 und 59 und dann. I don't know. Ja, okay. Fahren wir jetzt auf die 59. Dann so, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Auf jeden Fall jetzt wichtig, immer noch mit Feld aus Fort Dommel. Ja, guck mal. Abflug. So kann man Geld machen, in meinen Augen. Klar. Wenn man jetzt hier lohnt sich nicht, muss man uns nichts vormachen. Aber. Ist ein bisschen Geld da. Wir können Kredit zurückzahlen. Eine Düngermission müssen wir demnächst behalten. Wegen Helferkosten. Aber wir haben 30.000 schon der Kredit zurückgezahlt. Ne? Gut, freut mich. So soll es sein. Oder? Sicher. Unseren Dreschkasten sehen wir dann zwar lange nicht mehr, aber das ist ein Einkauf. So. Mir geht's um die Kugel. Und dass er nicht nur dumm rumsteht am Hof. Fürs nächste Ingame-Jahr müssen wir dann ja erstmal Tiere und dann vielleicht ja einen größeren Schlepper und einen anderen Dreschkasten vielleicht auf die Dauer. Aber das muss auch erstmal alles finanzieren können. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Da werden wir lange dran stricken müssen, bis der Plan aufgeht. Ne? Man weiß zwar nicht, was da alles so im Winter zusammenkommt mit unseren Sachen, die wir so im Lager haben, aber eigentlich ist der IHC ja schön. Ne? Man könnte da Krisenschneidwerk dran machen. Ne? Das ist das Einzige. Da bin ich ja ganz ehrlich. Ansonsten, was viel ist.
wir hier die Feldanfahrt. Rad an. Einmal speichern. Sicher ist sicher. Nicht, dass gleich was in die Hose geht. Okay. So. Der kann raus. Kein Kurs. CP-Kurs generieren. Entweder es geht jetzt. Oh! Oh, das war Feld 59. Es ist gut gegangen. Sag mal, habe ich den falsch gespeichert damals? Neuer Ordner. Feld 59. Kurs speichern, aktivieren, ne? Düngen. 42 Meter, ne? Ich habe den damals falsch gespeichert, ne? Wir haben doch hier die Fläche gemacht. So, wo gibt's Schubrakete? Wenn wir es nicht melden, ne? Wir müssen hier weitermachen. Vor allem brauchen wir mal ein Bild. Ich hab auch nicht. Soll ich so tun? Druck! Ne, ist ja auf jeden Fall. Ich hab auch nicht gesagt. So, dann haben wir das. Ewig dauern. Aber egal. Wir haben 2 Tage pro Monat. Man muss sehen, wo man bleibt. Dann ist der Hyundai auf jeden Fall fertig finanziert, ne? Also, dass wir Kredit zurückzahlen können, dies, das. Haben uns den Hyundai erarbeitet. Flächentechnisch brauchen wir uns im Moment nichts vormachen, brauchen wir nicht. Da bin ich ganz ehrlich, flächentechnisch müssen wir jetzt mal sehen, dass wir das auch alles so bewirtschaftet kriegen. Ne? Wenn die Maisflächen und alles leer brauchen, müssen wir Maisflöcke kaufen. Ne? Oder wenn wir wahrscheinlich uns irgendwie einmieten oder was. Wenn nicht, nehmen wir dafür ein bisschen Kohle auf und kaufen uns einen Maisflöcke. Ne? So ist der Plan eigentlich. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser durch den Rhein. Ne? Und auch bei uns durch den Bullerbach. Ha! Ist so. Ja, läuft. Oder? Sagt mal, läuft doch, oder? Wer jetzt überhaupt noch da ist, aber ich finde, das ist doch gar nicht so cool bis jetzt. Für meine Verhältnisse. Mit Hocharbeiten und so. Wie normal ist das? Ja, mach ich das nicht immer. Kommt auf Karte und sonst was an, bin ich ja ganz ehrlich. Auf Karten, wo das geht, dann mache ich das gerne, aber wo das nicht geht, dann nee. So wie Hofbergmann, da konnte ich in meinen Augen machen. Als ich die gespielt habe, konnte ich dann nicht hocharbeiten. Ein bisschen Kohle reingesteckt und nichts ist passiert. Egal. So, dann nehmen wir das auch gleich runter. Und der rüber. Ja. Das ist die dritte Folge, ne? Jetzt hier wieder Schluss. Mal was anderes. Was ist das? Ich finde doch, wir haben das schon ganz gut gemanagt bis jetzt. Wir müssen zwar noch viel Geld für Kalk ausgeben. Aber pff, ist halt am Anfang so. Kein Stress. Wir haben schön mal einen Schaustall zu setzen, dass wir da ein bisschen Futtermittel für haben. Dass wir mal so ein bisschen auch Tiere mit haben. Und ein paar Einnahmen raus regenerieren können. Ne? So ist meine Denkweise. Kurz mal
dass die drei Krummen hier stehen. So denke ich zumindest. So ein bisschen Wolle verkaufen oder so, ne? Hatte einen schmalen Taler auch mal auf Tisch aus. Wäre ganz cool. Haben wir das auch gleich fertig, ne? Hat noch ein bisschen was gegeben. Ja. So knapp 30.000 Liter dann, ne? Ja, so knapp 30.000 Liter werden das bringen. Das ist ganz gut für die Fläche. Vernünftig. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.